Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer weiteren Folge vom MVP Gameplay. Heute haben wir hier die Tier 6 Atlanta am Start. Die Atlanta kann man aktuell leider nicht kaufen. Gab es ja in Form eines Feldzuges zu erspielen. Das habe ich natürlich ergriffen und ich habe die lange Zeit nicht wirklich gespielt. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon einige Runden gemacht und ich habe jetzt wirklich eine richtig geile Runde mal rausgenommen, wo ich meine, dass sie ein MVP-Gameplay verdient hat. Von daher hat sie das jetzt auf jeden Fall mal verdient. Und wir schauen uns erst nochmal kurz an, welche Module ich verbaut habe. Dann schauen wir nochmal kurz über den Captain und danach geht's quasi ins Gameplay. So, wir haben als erstes hier einmal Zielsystem Mod 1 verbaut. Als zweites haben wir einfach das Steuergetriebe Mod 2, einfach um besser lenken zu können, um ein bisschen besser dodgen zu können, weil die Atlanta ja doch, wenn man da mal aufgeht, massiv in Probleme geraten kann. Und als drittes haben wir natürlich das Tarnsystem Mod 1 drin, was meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Pflicht-Mod ist, weil das einfach so verdammt stark ist. So, dann schauen wir nochmal kurz zu den Kapitän. Dort nutzen wir nämlich den Norman Scott. Und dort haben wir bei der Skillung einmal lodernde Flammen als erstes, wobei natürlich außerhalb der Reichweite halt auch brutal nice ist, gerade für die Atlanta. Aber das ist halt so ein bisschen, müsst ihr gucken, was ihr da besser findet. Beides ist auf jeden Fall nice, aber ich habe auf jeden Fall diese Runde mit lodernde Flammen gespielt. Dann haben wir hier Pyromane, Durchstoßen, Fixiert und als Legendary Skill haben wir hier Nachfüllstation, wobei halt vollständig verpackt, gerade für eine weitere Radaraufladung auch nicht verkehrt ist, aber diese Skillung habe ich auf jeden Fall mit der Atlanta genutzt. Außerdem haben wir den Charles Madden als Inspiration und noch den Isoroku Yamamoto. So, und schon sind wir hier im Gefecht. Wir sind mit der Suistar in der Division. Wir fahren hier mit der Atlanta jetzt. Schauen auf jeden Fall, ob wir irgendwie Deckung finden. Links sind ja ein paar Inseln. Am geilsten wäre halt die Insel zwischen A und B. Dort wären wir halt sehr, sehr nah dran, um quasi auf das A-Cap und das B-Cap zu wirken. Die Atlanta hat ja doch relativ kurze Range im Vergleich. Von daher schauen wir mal, ob wir jetzt erstmal an dieser Insel hier vorne fahren oder versuchen, ein bisschen riskanter direkt nach links durchzufahren. Schauen wir mal, je nachdem, was aufgeht. 4 Zerstörer pro Team, oder 4 im Gegnerteam besser gesagt. Ein Kreuzer, 4 Schlachtschiffe. Hier werden wir schön von hinten von der Sui beschossen. Mit ihrer Scharnhorst am Start. So, da haben wir schon in New Mexico gespottet. Das Matchmaking ist okay. 4 Zerstörer ist natürlich super cool. Da ist auch noch eine gegnerische Atlanta. Und dann könnten nur noch die 4 Schlachtschiffe so ein ernstes Problem werden. Versuchen wir direkt mal eine Stealth-Salbe hier zur Atlanta rüber zu hauen. Und ja, 3 Schlachtschiffe sind jetzt hier vor uns gespottet. Und wir haben halt versucht jetzt durchzufahren, aber hier kommen schon ein paar Stealth-Torpedos oder vielleicht waren es auch Torpedos auf die Sui. Sind leider jetzt hier auch gespottet von irgendeinem Zerstörer. Ist halt sehr, sehr riskant, dass wir jetzt hier durchfahren. Ich entscheide mich jetzt auch zu schießen, weil wir sind halt hier gespottet. Daher ballern wir jetzt ruhig los. Immer ein bisschen ein Auge da drauf, wo die gegnerischen Schlachtschiffe hinschießen. Erst nicht auf uns, jetzt zu langsam, weil jetzt haben wir auch die Deckung erreicht, das heißt es, wir können jetzt auch auf die Mexiko wirken. Außerdem hat sich jetzt hier gerade die Gede aufgemacht, die werden wir natürlich jetzt hier schön bearbeiten, zieht auch ihre Smoke. Da hinten noch ein zweiter Zerstörer. So, wir warten, bis die Gede zugeht und jetzt haben wir das Radar gezündet, dass er halt wieder aufbleibt, um die Gede jetzt zu killen. Easy Kill in der Situation hier gerade. Überlebt jetzt noch eine Salve. Hinten die Acasta. So, Gede wird jetzt auch gekillt und wir kriegen jetzt leider einen Soundbug. Habe den Sound jetzt ein bisschen leiser gedreht wegen dem Soundbug. Ist natürlich ein bisschen unglücklich. Aktuell gibt es ja noch so ein bisschen Soundbugs in den PlayStation und Xbox Versionen, wo fleißig dran gearbeitet wird. Vielleicht ist der jetzt auch inzwischen hoffentlich schon gefixt, wo dieses Video online kommt. Und daher müssen wir jetzt leider jetzt hier in diesem Video mit leben. Sind jetzt gerade dabei, den zweiten DD, die Acasta, hier zu bearbeiten, nachdem wir die Gede schon sehr, sehr runtergeschossen haben.
schauen wir mal, dass wir die Akasta hier wegkriegen. 30.000 Schaden jetzt auch erreicht und die Akasta ist jetzt auch raus. Sehr schön. Haben wir hier schon mal zwei DDs im Gegnerteam rausgeradert und quasi sehr doll beigetragen, diese rauszunehmen. Und schießen jetzt erstmal auf die New Mexico, versuchen wir nochmal ein bisschen hier abzufackeln. Zusätzlich sehen wir auch, dass wir jetzt links noch einen Zerstörer haben. Dieser steht aber aktuell noch hinter der Wand. Da schauen wir mal, ob wir vielleicht ein weiteres Radar später ready kriegen oder ob der vielleicht doch ein bisschen rusht. In der Zeit können wir jetzt hier auf jeden Fall erstmal gemütlich die New Mexico beschießen. Eine Akatsuki ist das übrigens. Schauen wir mal. Lange können wir nicht mehr wirken, weil dann ist die New Mexico quasi wieder außer Reichweite. Da müssen wir wirklich aufpassen. Aber haben jetzt hier nochmal einen Brand hingekriegt. 34k Damage inzwischen. C-Cap pusht halt auch ein Schlachtschiff ziemlich aggressiv. A wird jetzt gerade auch gecapped. Unser Team gerade relativ zentral in der Mitte von der Map. Aber wir haben auf jeden Fall den Vorteil von den Schiffen. Wir haben ja hier schon zwei Gegner rausgenommen. Unser Team hat erst ein Schiff verloren. Und die New Mexico, die kassiert gerade auch noch gut Schaden. 15k haben wir da jetzt auch inzwischen schon reingedrückt. Hat jetzt auch noch Brände. Leider fährt sie jetzt gerade außer Range raus. Sonst könnten wir die halt nochmal ein bisschen weiter bearbeiten. Aber sie hat noch Permabrände. Vielleicht kriegen wir da ja sogar den Kill. Schauen wir mal. Die wird auf jeden Fall relativ zeitnah rausgehen. Auch wenn wir jetzt selber nicht mehr rankommen. So, da Torpedos, also der DD, der ist halt hier noch ein Cap. Fahren wir nochmal ein Stück zurück. Leider unsere New Mexico jetzt an der Stelle weggetorbt. Und Sui konnte jetzt auch die New Mexico finishen. Haben leider aber auch gerade zwei Schiffe verloren. Von daher steht es jetzt 6 gegen 6 noch. Und ja, da haben wir noch einen Nagato auf der linken Seite. Zusätzlich noch den DD in der Smoke. Radar haben wir noch nicht ready, von daher können wir nichts machen. Versuchen wir jetzt erstmal weiterhin die Schlachtschiffe vielleicht ein bisschen zu nerven. Ein bisschen Stealth hier zu schießen. Nagato haben wir auf jeden Fall da hinten am Start. Akatsuki jetzt hier den nächsten Gegner rausgenommen. Geht jetzt auch an der Stelle auf. Schauen wir mal, ob wir da ein bisschen drauf wirken können. Leider hier komplett stehen geblieben, dadurch ein bisschen vorbeigehauen. Aber nächste Salve sollte dann ein bisschen besser treffen. Fährt jetzt auch rückwärts. Die sieht auch schön aus, die Salve. Oh ja, das waren auch fast 5000. Das war auf jeden Fall schon mal nett. Sparen wir uns sogar das Radar gerade an der Stelle. Sehr nett. Und haben jetzt auch die Akatsuki jetzt quasi nochmal komplett rausgenommen. Wie gesagt, Soundbugs leider jetzt das komplette Game vorhanden. Verzeiht mir, ich habe extra ein bisschen runtergedreht, dass es halt nicht ganz so nervig ist. Ich hoffe, das passt gerade. Und ja, jetzt haben wir jetzt hier noch die Nagato und die Scharnhorst und die Atlantas halt auch noch hier am Leben. Sind jetzt gerade schon dabei, die Nagato ein bisschen zu farmen. Haben schon 80.000 Schaden mittlerweile erreicht. Natürlich jetzt gerade ein schönes Szenario. Wir können jetzt hier Stealth hinterschießen. Die Atlanta ist halt fast tot. Hat leider jetzt auch die Sui gekillt im A-Cap. Ein bisschen ärgerlich. Schauen wir mal, ob wir die Atlanta jetzt noch rausholen können. Die hat ja nicht mehr viel Leben. Aber wird jetzt auch von unserer King George gekillt. Sehr schön. Können wir uns weiter um die Schlachtschiffe kümmern. Leider jetzt ein bisschen weit nach hinten gefahren. Haben dadurch halt, sind nicht mehr unspotted, sondern wurden jetzt von der Scharnhorst beschossen. Und haben gerade auch schon das Großkaliber bekommen. 100.000 Schaden sind jetzt erreicht. Nagato brennt noch fleißig von uns. Von daher schauen wir mal, dass wir jetzt die Scharnhorst auch nochmal abfackeln. Unterstützer haben wir jetzt auch nochmal gerade bekommen. Auf jeden Fall eine schöne Map-Position. Sind auch nur noch drei Gegner am Leben. Von daher ist es eigentlich ganz angenehm. DD ist noch irgendwo auf der linken Seite bei A. Von daher versuchen wir jetzt mal hier über der Insel die Scharnhorst weiter runter zu rattern. 125.000 Schaden schon erreicht. Ihr seht schon, wie schnell der Schaden gerade hochgeht. Gleich sind wir schon bei 130k. Also unglaublich gerade. Natürlich auch durch die ganzen Permabrände, die wir jetzt hier auf die Schlachtschiffe legen. Die haben sicherlich Spaß, haben jetzt auch Vernichter bekommen. Heißt 60.000 Feuerschaden in der Runde. 142.000 Schaden jetzt auch erreicht schon. Und wir machen fleißig weiter. Nagato geht jetzt raus, kriegen auch noch den Brandstifter. Außerdem kriegen wir jetzt noch das Cap erobert hier. 150k Damage und wir haben halt immer noch Brände auf der Nagato. Dort kriegen wir auch nochmal gut was dazu. Ihr seht schon, Scharnhorst, also die Nagato ist natürlich schon raus.
158 jetzt schon, 159, geht fleißig weiter. 160, leider wurde jetzt die Scharnhorst gekillt oder was leider. Ist natürlich gut für unser Team. King George hat sie rausgenommen, haben jetzt 160.000 Schaden erreicht. Und ja, jetzt ist eigentlich nur noch der DD über. 1 gegen 4 sollte da kein Problem sein. Punkte sind auch relativ gut für uns. Da haben wir noch einen Torpedo, der müsste von der Scharnhorst sein. Also keine Ahnung, wo der Zerstörer ist. Wir sind jetzt hier auch unspotted, von daher, da er jetzt hier irgendwo bei A gespottet wurde, vermute ich mal, dass er hier irgendwo sein muss. Und da wir das Cap ja hier eh noch nicht haben, werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal safe spielen, ohne dass wir jetzt unnötig den Zerstörer quasi irgendwie auf die letzte Position rushen. Werden wir uns jetzt erstmal ganz safe für unser Team quasi das A-Cap holen. Hoffentlich holt sich das Schlachtschiff bei C dann auch noch das C-Cap. Und dann schauen wir mal. 6 Minuten noch zu spielen. 426 Zieltreffer haben wir schon in der Runde gemacht. Das ist natürlich einiges mit der Atlanta. Wenn man da halt mal eine gute Position findet, habt ihr das ja gesehen. Wir haben, glaube ich, von 80.000 auf 160.000 Schaden. Das hat, glaube ich, keine 4 Minuten gedauert. Also da konnten wir uns halt schon richtig gut an den Schlachtschiffen hochfarmen. Und wir werden jetzt hier auf jeden Fall das A-Cap uns holen. Ist bis jetzt auf jeden Fall vom Damage her die beste Runde, die ich mit der Atlanta hatte. 160.000 sind mir bis jetzt noch nicht geglückt, wobei ich halt schon viele Runden über 100.000 hatte. Aber da, ja, meistens hatte ich halt wirklich nicht so viel Glück und konnte so Schlachtschiffe gut runterfarmen wie dieses Mal. Von daher war es halt schon recht nice. Und wir sind jetzt hier auf jeden Fall in A-Cap durchgecapped und haben auch schon entdeckt, im C-Cap ist der gegnerische letzte Zerstörer. Er ist halt komplett von A nach C rübergefahren. Warum auch immer er das gemacht hat. Eine Mars haben wir da noch. Und ja, capped jetzt gerade das C-Cap. Wir haben das A-Cap durchgecapped. Von daher machen wir uns jetzt auf den Weg. Die Mars aber auch schon relativ low. Hat eine gute Salbe von der King George von uns bekommen. Von daher schauen wir mal, ob er die rauskriegt. Da kommen aber Torpedos. Und die Torpedos, die scheinen... Oh, die connecten. Eieiei, komm. Okay, er ist raus. King George leider an der Stelle jetzt raus. Das ist natürlich ungünstig. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch Richtung C fahren. Auch wenn es natürlich ein kleines Stückchen ist, aber leider hat die King George es ganz knapp nicht geschafft, den Zerstörer da rauszuholen. Und hat halt sehr viele Torps gefressen. Von daher fahren wir jetzt darüber. Wir wissen natürlich noch, der Zerstörer ist noch im Cap drinne. Capt ja gerade das C-Cap durch. Haben jetzt auch noch eine andere King George und noch einen Zerstörer in unserem Team, eine Jervis. Schauen wir mal, ob wir noch in den Genuss kommen. Leider keine Krake, auch wenn wir es sicherlich verdient gehabt hätten. Hätte ich am Anfang zum Beispiel ein bisschen mehr auf die Gede geschossen. Dann hätte ich da auf jeden Fall auch noch safe den Kill kriegen können, aber ich spiele halt nicht unbedingt, um Kills zu machen. Mir ist es halt auch relativ, ob ich jetzt 3 oder 6 Kills habe, sag ich mal. Hauptsache das Team gewinnt, von daher schauen wir mal. Vielleicht können wir uns ja wenigstens noch den 4. Kill ergattern. Wir fahren natürlich jetzt nach vorne, wir haben noch ein Radar ready. Das heißt, wir warten jetzt, bis wir quasi irgendwann gespottet sind. Dann wissen wir, dass der Zerstörer schon mal in der Nähe ist. Und dann müssen wir noch einen Ticken warten. Weil unsere Radar-Range natürlich nicht ganz so hoch ist wie unsere Spotting-Range, müssen wir halt noch einen Ticken warten, bis er quasi dann ja in der möglichen Radar-Range drin ist, um dann quasi das Radar zu zünden. Und ja, unser Team auch relativ schon fertig. Der Zerstörer ist fast tot. Wir sind jetzt auch gespottet. Wir warten noch einen Ticken mit dem Radar, ziehen das aber dann gleich sofort und machen den dann hoffentlich auf. So, Radar ist an. Hydro vorsichtshalber auch angemacht. Safety first hier auf jeden Fall. Leider ist er jetzt gerade noch nicht aufgegangen und jetzt ist er doch offen. Schauen wir mal. Gehen wir natürlich drauf. 8 Kilometer. Das ist halt mit der Atlanta gar nicht so einfach. Er dreht jetzt auch ein. Hat er gut gemacht. Die erste Salbe war jetzt gar nicht so schlecht. Die hätte wahrscheinlich connected, wenn er ja nicht gedodged wäre quasi. Und jetzt ist halt wirklich schwierig. Geht jetzt auch wieder zu, weil das Radar ausgelaufen ist. Unser Zerstörer hat sich jetzt hier gesmoked. Sonst wäre eventuell auch noch der gegnerische Zerstörer offen geblieben. Aber er ist jetzt leider wieder zugegangen, haben unser Radar verbraucht, was ein bisschen doof ist. Aber gut, haben jetzt durch unsere Hydro hier auf jeden Fall problemlos die Torpedos dodgen können. Und ich will den jetzt auch erstmal nicht hinterher jolon, weil keine Ahnung, wo der hinfährt.
Sind zwar jetzt wieder spotted, wissen jetzt, dass er da irgendwo auf der linken Linie ist, machen jetzt auch einfach eine Stealth-Salve. Wobei es natürlich schwierig ist, da zu treffen. Ich wusste zwar, welche Höhe er ist, aus dem Grund, wann wir halt aufgegangen sind, aber ich wusste natürlich nicht, welche Entfernung er ist. Von daher, sowas klappt halt einmal von 100 Mal, sag ich mal. Und diesmal war es halt nicht so. Von daher fahren wir jetzt einfach ganz safe ins Steelcap rein. Weil, ja, warum nicht? Ich will jetzt auch nicht den Zerstörer da hinterherfahren, der ist schneller. Und wenn er schlau ist, lässt er sich halt eh nicht mehr aufmachen. Von daher holen wir uns jetzt hier nochmal ein paar EP und cappen uns quasi das dritte Cap durch. Auch wenn es natürlich keinen Schaden bringt, aber das ist ja okay. Wir brauchen jetzt unbedingt nicht unbedingt Schaden. Das Game ist halt ziemlich gewonnen, es sei denn, er schafft es jetzt noch, alle drei von uns rauszunehmen, was er sehr wahrscheinlich nicht schaffen wird. Wir werden jetzt auch hier erstmal ein bisschen runterslohen und vielleicht hinter der Insel stehen bleiben, um einfach erstmal stealth das Cap einzunehmen. Und dann können wir halt immer noch 30, 40 Sekunden versuchen, den vielleicht zu handeln, falls er sich noch in der Nähe aufhält. Schauen wir einfach mal. So, unser Zerstörer legt uns hier sogar netterweise eine Smoke. Bedanken wir uns natürlich auch an der Seite, auch wenn die Smoke jetzt tendenziell ziemlich useless war, weil er ist halt nicht gespottet. Und es war einfach nett, sage ich mal, aber auch wenn es halt nicht nötig war. Haben jetzt auch hier mit dem Zerstörer zusammen das Cap durchgeholt. Und ja, 45 Sekunden haben wir noch. Fahren wir jetzt direkt links raus, weil ich würde vermuten, wenn er irgendwann wo ist, dann ist er auf jeden Fall hier Richtung Cap unterwegs, weil er weiß, dass wir hier sind. Und daher fahren wir jetzt hier aggressiv raus. Und haben jetzt auch an der Stelle wirklich Glück gehabt. Hier ist er, die Mars. Hauen jetzt noch eine Salbe raus und die ist natürlich weg. War auf jeden Fall eine schöne, geile Runde auf jeden Fall. Hat richtig Spaß gemacht, gerade das Abfarmen der Schlachtschiffe. Und wir schauen uns mal das Ergebnis an. So, hier einmal das Gefechtsergebnis mit der Atlanta. Wir haben 940.000 Credits gemacht. Ich hatte den kleinsten Credit Booster drauf, also hätten wir durchaus einen epischen Credit Booster drauf gehabt, dann hätten wir sogar, ich weiß nicht, 1,2, 1,3 Millionen Credits gemacht. Aber 940.000 mit dem kleinsten Booster ist halt auch schon ziemlich krass. 7.700 Erfahrung ohne den First Win sozusagen, also wirklich ohne Flaggen komplett. 400 Base XP, 161.000 Schaden wurden es dann zum Schluss noch, die 500 Schaden oder was der Zerstörer noch hatte, kam natürlich noch dazu. 429 Zieltreffer, 10 Ausfälle, 4 Kills, 15 Mal Schiffe in Brand gesteckt, 4 Mal das Cap verteidigt, ein Solo-Cap geholt und 2 Eroberungen unterstützt. Dann haben wir den Brandstifter hier bekommen, den Vernichter, den Unterstützer und das Großkaliber. Richtig schöne Runde. Und hier einmal nochmal das Teamergebnis. Wir haben sagen und schreiben 5166 Base XP gemacht. Das waren auf jeden Fall die höchsten Base XP, die ich bis jetzt geschafft habe. Ich habe mit der Atlanta schon zahlreiche Mal 4000, 4500 oder sowas geschafft, aber die 5000 habe ich jetzt zum ersten Mal geknackt. Schauen wir mal, ob wir es nochmal toppen können. Ich sag mal, 6000 Base XP ist sicherlich im Bereich des Möglichen, von daher vielleicht mal so als nächstes Ziel nehmen, aber 5000 ist auf jeden Fall schon mal richtig geil. Wurden jetzt hier auch Erster im Team, auch die gegnerische Atlanta hat keine schlechte Runde gespielt. 2300 Base XP in Verliererteam, das wäre halt beim Sieg hätte der halt auch 3500 gehabt, also auch eine sehr gute Runde von der gegnerischen Atlanta. Sui jetzt auch hier schöne Runde gehabt, leider ein bisschen früh gestorben, ein bisschen Pech gehabt, weil sie halt wenig Support hatte und dann gegnerischen Zerstörer auch vor sich. War ein bisschen schade, aber wir haben auf jeden Fall das Game hier schön geregelt. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Würde mich natürlich tierisch über einen Like freuen. Schaut auf jeden Fall auch mal auf Twitch vorbei, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst ein paar Kommentare da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, ciao, ciao.